Wir kommen zu einer Kurzintervention des Kollegen Springer von der AfD-Fraktion. Ja, Herr Audretsch, es ist schade, dass Sie die Zwischenfrage nicht zugelassen haben, aber im Grunde waren Sie ja nur konsequent. Ich erinnere an die Ausschusssitzung am Mittwoch, wo Sie gesagt haben, dass Sie nicht an einem Diskurs mit der AfD interessiert sind. Das ist sehr schade. Ich hatte daraufhin gesagt, wir sind sehr wohl in einem Diskurs mit Ihnen, sind auch daran interessiert, diesen Diskurs zu intensivieren. Unsere Hand ist ausgestreckt und wir hoffen, dass wir gemeinsam mit Ihnen an einer Lösung arbeiten können für die Probleme, die die Inflation für viele Menschen in unserem Land mit sich bringt. Und nun zu einer Aussage, die Sie getätigt haben. Sie sagten auch schon in der Ausschusssitzung, und heute haben Sie es noch mal wiederholt, dass ja Steuersenkungen auf Spritpreise von den Unternehmen nicht weitergegeben werden würden. Da möchte ich darauf hinweisen, dass in Polen, während wir hier noch debattieren und im Grunde nichts passiert, niemand entlastet wird, die konservative Regierung in Polen tatsächlich die Steuern auf die Spritpreise gesenkt hat. Der Sprit in Polen kostet ungefähr 60 Cent weniger inzwischen als in Deutschland. Ich weiß das. Ich komme aus Ostbrandenburg. Jeder in meinem Umfeld fährt inzwischen nach Polen zum Tanken und die Tankstellenlandschaft in Ostbrandenburg geht gerade den Bach runter. Wenn Sie also dieses Argument anführen, die Entlastung werden nicht weitergegeben, aber Polen zeigt, dass das geht, sind Sie bereit, Ihren Standpunkt zu überdenken und vielleicht doch eine Senkung der Steuern auf Spritpreise in Betracht zu ziehen? Dankeschön. Herr Audretsch, zur Antwort, bitte schön. Jetzt geht's los. Ich kann das an der Stelle sehr, sehr kurz machen. Zu einer wehrhaften Demokratie gehört es, auch mit bestimmten Gruppierungen nicht zu sprechen. Das ist der Grundsatz. Und das bedeutet für mich, dass ich mit Rechtsextremisten nicht spreche, mit Rechtsextremisten nicht in einen politischen Dialog gehe. Und insofern ist das auch das Einzige, was ich Ihnen an dieser Stelle als Antwort übermitteln kann. Danke.